Sind wir schon da? Nee, aber ich muss pinkeln. Dann mach eine Flasche. Nee, bis gleich. Jo! Jo! Kann ich schon einen rauchen? Jo, TK, du Fisch. Jo. Was geht ab? Nicht viel, Mann. Wo warst du im State Prison? Ich war nicht im State Prison, Motherfucker. Du hast dich wieder nach Hause verpisst an dem Tag, wo wir geboxt haben. Nein. Klar, Wichser. Ich hab gedealt, Motherfucker. Wieso bist du denn nicht rangegangen, da wo der Boxkampf war? Was für ein Boxkampf war? Ja, war Jojo halt damit telefoniert an dem Tag? Ja, du hast mich angerufen, dann meinte ich, ich weiß noch nicht, wann wir rauskommen. Und dann kamen wir raus, eine halbe Stunde später. Boah. Dann meinte ich, ich rufe zurück und dann bist du nicht mehr rangegangen. Boah, nee, Hardware kauft man nie gebraucht, oder? Sprach der Typ, der seit Jahren einfach Steam-Deck in der Schublade liegen hat und nicht benutzt. Ich hab vorher halt mein Dings benutzt, dann lag ich mein externes Numpad. Das ist ja quasi so das Gleiche. Ja. Welche Option brauchst du zur Musik regeln? Wenn es nur um lauter Leiser geht, kannst du auch das mit dem Stream weg. Das kannst du. Und die haben uns auch noch. Ich kann den Game Sound und so was alles damit steuern, halt über Kanäle. Das ist schon sehr praktisch. Die Wichser sind übrigens mit mir zeitgleich rausgekommen, G. Ach, das ist unnötig. Die Napperskin. Jo! Nee, Alice habe ich nicht. Ich kenne mich mit dem Stream Deck überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Musste von den Steuern absetzen, easy. Ja, das sowieso, aber sind halt trotzdem 400 Euro, ne? Und ich habe halt ein funktionsfähiges Interface, was nicht kaputt ist. So, eigentlich brauche ich es nicht. Das wäre halt nur hab nice to have. So nice to have. Oh, 400 Euro, ich weiß nicht. Hey! Mann, Mila, du bist wieder vorsichtiger. Das ist jemals einmal passiert. Ja, mir wird übel. Wo habt ihr denn Angst? Ich fahr doch. Genau darum haben wir Angst. Boah, Curtis, wir sind gleich da, Mann. Wir sind schon fast in der Stadt. Okay. Ich muss unbedingt zum Friseur. Ich muss auch zum Friseur, Mann. Bardo! Ja, geht doch nicht schneller, wenn der... Mein Gott! Nein, ich bleib den vor uns. Ich mach doch kein Donation-Duel dafür, Mann. Quatsch. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! An ca. 70 Ampeln gewesen, Mann. Krieg schlechte Laune, wenn ich lange im Auto sitze. Nein, da kriege ich noch mehr schlechte Laune, wenn ich einen weiten Weg laufe. Ja, aber dann nährst du uns weg. Man, hast du mal nicht schlechte Laune? Ich habe immer gute Laune. Nee, 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 kein Mischpult. Nee, 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 nee. Wenn gehe ich überhaupt nur noch mit Interface. Also USB. Ich habe einen Mackie irgendwas hier liegen, Alter, das verstaubt, weil ich das nicht benutze. 1000 Follower noch, dann die 100k. Schaffen wir das noch? Schaffen wir bestimmt dieses Jahr noch. 1000 Follower sind ja gar nichts. Was? 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 No, McDonald's. Hey. Reicht doch irgendwann. Du hast Baby Fanti getötet. Hab dir nichts gemacht. Bye, have a beautiful time. Und Christ, danke schon für den Boost-Up im 14. Monat. Und wie war's? Wem gehört die scheiß Karre überhaupt? Mann, die ist geliehen. Ja, wir haben ein paar Nappas-Kinder verprügelt, wir haben ein paar Maxis verprügelt. Dann wurde ich verprügelt. Wir haben nochmal Nappas-Kinder verprügelt. Ich wurde verprügelt. Oh, Bro, Mr. Anonymous. Gar nicht gut. Vielen lieben Dank für 24 Dollar. Jetzt sind es nur 380, aber das muss nicht sein.
Ich kann das kaufen. Die Frage ist nur, ob sich das lohnt für Nice to Have. Weißt du, was ich meine? Trotzdem vielen lieben Dank. Ich küsse dein Herz. Wie auch immer du bist. Das wäre schon sexy, Alter. Ich bin echt am Überlegen. Aber eigentlich wollte ich mir auch so ein Chesterfield-Sessel holen für den PC zum Chillen, weil ich bin dort langsam satt, auf einem Max-Nomics zu sitzen. Auf diese hässlichen Gaming-Stühle. Ich weiß auch nicht. Eigentlich habe ich richtig Bock auf so einen Sessel oder so. Ich habe auch von einem Motherfucker, als ich entlassen wurde, einen Schlagring in die Hand gedrückt mit den Worten: Sie sind alleine, die anderen zu dritt, viel Glück. Das war nun mal das Go-XLR. Ja, ja. Ist das nicht das Go-XLR, was ich meine? Keine Ahnung, wie der Motherfucker ist. Das ist doch, wer sagt denn, dass ich rich bin? Bro? Krass, Mann. Das ist der reicheste Finanzamt. Und Krankenkasse. Und Chesterfield, ja, so heißen die. Ich hätte den dann geschlagen. Das ist so ein Lounge-Sessel, so. Die sind so gut, Alter. Ja, Go XLR, meine ich doch. Ich hätte dem Stokes einen Klatscher gegeben. Das meine ich doch, glaube ich. Aber nur mit der flachen Hand. Und dann bist du wieder im Knast. Nein, nein. Och, Katze, Mann. Ich bin mir Lafar. Jo, lebt Gördes denn noch? Gördes. Jo. Warum denn nicht? Der lebt noch. Ja, weiß ich nicht, dass irgendwie Luft oder so zu knapp wird, denn... Wir haben doch schon das Ding hier runter gemacht. Naja, diese Gaming-Stühle sind absolut Müll, finde ich. Was soll ich machen? Ich höre kaum was. Hast du deinen Schlagring mit rausgekriegt? Ja, ich habe ihn in den Crocs versteckt. Ich habe gleich noch einen Schlagring für dich, G, ne? Ich habe zwei jetzt. Ja? Ja, ja, ja. Dann bräuchte ich nicht einen neuen holen, ne? Ja, Mann. Ich hab meinen nämlich versteckt und dann hat der Motherfucker mir noch mitgegeben. Ich denk mal, das war bestimmt von dir der oder so. Was lacht ihr? Du kannst den nächsten im Kofferraum. Mit deinem Kinderkörper. You have the money! We have the money! Nein! Let's go, Mila. Wunder wird's nicht. Halt den Maul. Nein! Über rechts? Oder einfach über rot? Nein! Aufgehen. Ach, jetzt? Achso, okay. Once come. Schaffst du noch? Und die schaffst du auch noch? Nein! Mr. Anonymous. Für dich alles, Bro. Danke. Aber nein! Nein. Trotzdem vielen Dank. Trotzdem nein. Das ist immer, wir holen hier einen Stillsessel oder Stilsessel. Was ist das? Keine Ahnung, irgendwas auf jeden Fall. Oder einen ergonomischen Bürostuhl oder so ein Quatsch. Bye, have a beautiful time. Und Partner, Dankeschön für den Weesup im 7. Monat. Ich hätte eine Schütze gern, ja. Das ist sehr, sehr nett und sehr lieb auch. Aber ich kann es kaufen, kein Problem. Ich will nur abwägen, ob es sich lohnt. Hast du schon mal der Quack geraucht? Nein. Ich habe hier nichts verkauft. Chesterfield Sessel kostet keine 3K, man. Die kriegst du schon für 500 oder so. Mr. Skater, vielen lieben Dank für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Dankeschön, was geht, Bruder? Still also zum Stillen von Baby. Kaiderladen und Friseur, hm? Sitzball. Aber Sitzball ist auch nicht schlecht, ne? Yeah. Ja, aber ich muss unbedingt zum Friseur. Ja, ja, kommt noch. Eins nach dem anderen. Aber mit einem gemütlichen Sessel sehe ich dich noch viel häufiger dodgen. Ich denke eher noch viel häufiger streamen, oder? Also manchmal sitze ich hier auf dem Max Norwex, so kann ich echt nicht empfehlen. Aber nach 2, 3, 4 Jahren jetzt sehe ich den schon Besitz. Obwohl 3 Jahre, glaube ich. Erst. Links. Oh, okay. Kommt natürlich auch darauf an, wie du sitzt, ne? Aber so nach 3, 4 Stunden ohne aufzustehen zwischendurch. Manchmal sitze ich hier halt echt nicht cool.
Ja, das stimmt, Juri, das stimmt, da hast du recht. Ich glaube, bevor ich mir so ein Ding soll, hole ich mir erstmal einen vernünftigen Stuhl wieder. Oder ein Sessel oder whatever. Aber das ging ja eine ganze Zeit lang nicht. Wegen Corona. Okay, was ging hier draußen so? Ja, warum sind wir ja nicht da? Nicht viel, Mann. Jetzt sind wir beim Friseur. Lass mich raus! Wieso fragst du, G? Ich hab die ganze Zeit eigentlich nur gedealt, Mann. Okay. Ja, hast du einen Bart? Ja, normal, Mann. Wachsen lassen. Wenn man am Strand dealt, Mann. Wachsen lassen, auf einmal hast du nur Kinnbart. Hast du so ein scheiß Klickding in der Hand oder was klickt da mal die ganze Zeit bei dir? Was? Dude. Schmeiß das mal in die Mülltonne. Was für ein Ding? Ja, deinen komischen Anti-Stress-Klicker in der Hand. Den brauche ich. Machst du mit dem einen Stuhl als Ersatz irgendwo hin tun? Irgendwie so was? Sitzt in einem gemütlichen Wohnzimmer, sagst du, das ist gut hier. Oh, das stelle ich mir auch gut vor. Und wo war Dankeschön für den Prime-Sub im 13. Verlosen, bist du irre? Der Verlosen, sagt er. Ich, ein Mann mit Bart. Ja, und Mila, was sagst du zu meinem Bart? Ja, soll ich sagen? Soll ich den abmachen? Mir egal. Ich glaube, ich rasiere den gleich. Muss okay. Den sogar abmachen. Was meinst du? Soll ich? Ich überlege, ob ich lang wachsen lassen. Du geh erstmal zum Doc, so weiß bist du. Ich glaube, dir geht's nicht gut. Ich glaub, bisschen schlecht. Bye, have a beautiful time. Aber was ist mit mir? Du bist doch gar nicht so blass. Na klar ist der voll blass. Du bist keiner blass, Motherfucker. Können wir weiter? Wenn ihr fertig seid. Joris, bist du fertig? Ja. Ja, dann let's go. Let's go, G. Mach die Klappe zu. Fahr los. Da sind die Cops hinter uns. Ich werde den Bart nicht abschneiden, Curtis. Aber ich muss den Bart abschneiden. Bei deinem werde ich abschneiden, T. Mr. Rich Ronin, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Dankeschön für den Support. Das ist ein Vollbart. Herzlich willkommen in der Hut. Das ist stabil, Mann. Ich habe den rasiert an den Seiten. Denkst du, wie lange das jetzt dauert? Ah, kurz mal. Becken, Mann. Die ganze Zeit sitzen, anstrengend. Ich will einen Durag tragen und die Bärte sind Undershirts, weil ich die anders nicht reinbekommen habe. Und da gehört weil die sonst rumbacken. Der hat's gut. Und der Durag ist auch ein Undershirt. Das ist gefixt jetzt. Auch Durag sieht auch dick aus, Alter. Ich zeig gleich mal. Sind die Chesterfield-Sitze nicht so tief in den Schreibtisch? Es gibt auch welche mit 55 cm Sitzhöhe. Und ich glaube, bei Maxnomic habe ich 56 oder so, 57, irgendwie so. Aber klar, ich glaube, wenn du dich reinsetzt, bist du zu tief. Das war ja auch nur der erste Gedanke, aber es gibt bestimmt irgendwas, irgendwelche Sessel in der Höhe. Mal gucken. Oder halt ein Bürostuhl. Irgendwas werde ich schon finden. Auf jeden Fall was Neues. Fahren, aber. Ja, neues Kopfauto. Brauch was dagegen. Dass die zu niedrig sind, meinst du? Haha.
Jo, die sind über Rot gefahren. Schönen Ohrensessen mit dem Cognac-Schwenker vom PC. Ich hab sie erwartet, Mr. Timmer. Was Verbrecher. Was geht ab, Mr. Richie Ronan? Mann, Bart oder Durek, Alter? Jetzt weiß ich auch nicht, was... Erstmal neue Hose. Hilft ein höhenverstellbarer Tisch? Ja, na klar. Den kannst du ja unermachen hoch. Ja, deshalb höhenverstellbar. Hört es? Ja. Die sind gleich da. Milan muss nur noch einparken. Sind wir da? Ja, wir sind da. Oh. Oh, FPS sind wieder on point heute? Sag mal, wie läufst du, Jung? Ja, mein Bein tut wohl weh. Ach so. So, wunderschönen guten Abend. Ich zeige euch heute mal, wie man Custom-Hosen denn so anzieht. Wie man sehen kann, habe ich normale Hose an und normale Schuhe auch. Nee, normale Schuhe habe ich nicht an. Machen wir erstmal auf normale Schuhe, keine Custom. So, geht man auf Speichern. Dann geht man im Shop rein und da muss man leider Gottes die Hautfarbe, warum auch immer, Alter, auf 200 setzen. Speichert man dann wieder und dann geht man wieder rein. Da müsste das eigentlich funktionieren. Tut's aber nicht, warum auch immer. Laden nämlich nicht alle. Ich hasse dieses System, ich hasse es so sehr. Jetzt laden alle. Stimmt, man darf nicht speichern zwischendurch. Keine Ahnung warum. Warum das im Code so ist. Das ist natürlich ganz super. Dass die Hose das nicht übernommen hat. Ist nicht schlimm, ist nur eine verbuggt. Was wollte ich denn anziehen? Ich glaube, weil ich. Gleich übrigens auch für die Schuhe. Ah, das ist jetzt wegen... Oh mein Gott. The fuck is that? Texturen sind auch nicht normal. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. It's not a bug, it's a feature. Doch, der Bug ist das. So, wenn man das dann gemacht hat... Geht man hin und macht die Hautfarbe wieder normal. Durek wollte mal gucken, ne? Leider der Bart weg, Mann. Ach ja, die ist auch neu. Alles super. Freut mich. Durek oder Bart? Bart? Das ist neu. Ist neu. Hier neue Texturen. Made mit bei Oma. Auch für den Kuba was dabei. Ist auch neu. Ja,
alt, alt. Neu, muss aber noch gefixt werden. Oh, neu. Und funktioniert nicht mit der Hose. Auch neu. Die Canva, die hat Juri damals gemacht, habe ich aber neue Texturen für. Die Canva, oh, die hat Juri damals gemacht, auch neue Texturen für. Ob ich CD an. Weiß. Geht aber auch mit der Hose nicht. Hast du im Knast trainiert? Na klar, Bruder. Na klar. Falls ich jemand im Weg stehe, würde ich einfach sagen. Man muss das gar nicht speichern, man kann das einfach. Man muss einfach 200 eingeben und dann wieder 14. Okay, okay, okay. Da ist Tim auch? Nee. Eine Hose halt. Jo, ich hab Dings, wartet mal. Wir haben neue Caps, ne? Erstmal die hier. Jetzt gleich kommen so richtige Kicker-Dinge. Die ist halt richtig cool. Pass auf, geht noch besser, Alter. Kannst halt cool mit irgendwelchen Haaren und so verbinden. Stimmt, so eine Loco Cholo Brille. Ist auch neu. Funktioniert doch mit den Haaren nicht. Sombrero, den kennen wir alle. Anderes Durek. Wo das auch fresh aussieht, ne? Die Cap einfach. Accessoire! Angst Potter! Ja, das ist neu. Geht jetzt nur mit dem Dings nicht so gut. Noch ein Bart. Kannst halt Doppelbart machen. Das ist der Schnäuzer davon. Hab ich schon mal gesagt, dass ich diesen Clothing Store hasse? Ist einfach so Müll. Gibt auch Ketten mit Bärte für so Vagos-Spiele und so. So hinterm Ohr. Ja. Mal kurz pissen, ne? Ja, was geht ab? Was geht ab? Oh, scheiße warm, ne? Jo.
draußen. Glaube ich auch. Scheiße, warum steht da eine Pulli? Da unten ist ein dünner Pulli. Ist Raven noch nicht am Arbeiten? Glaub nicht. Ist das gut, dass jetzt alle großen Streamer mit der PM fangen? Bruder, was sollen sie doch machen? Ich würde mal zu PDM wollen. Vielen lieben Dank für 15 Gifte Zaps, Bruder. Vielen lieben Dank. Und Cyrix, Dankeschön für den Prime. Hat man gerade vorgelesen, oder? Ja. Yep. Trotzdem vielen lieben Dank. Ja, ich muss eh zum Dings mein Auto holen. Oh, ich gehe ganz kurz pinkeln. Ja, okay. Vielen lieben Dank, Spoon und Cyrix TV. Chinorio, Dankeschön für die Wiesa beim 32. Tier 2. Wundervolle Menschen. Dankeschön. Junge, die FPS sind wieder grauenhaft, Leute. Und Alcatraz, Dankeschön für den Wiesa beim 21. Monat. Bin sofort wieder da, Chat. Einen Moment. Nein. Wer hier ein cooles Auto hat. Hihi. Hey, was geht? Was geht? Ja. Guck mal. Bumm. Doch scheiße. Was geht's euch? Ja, wir haben morgen bezahlt kein Food. Was? Wo ich keine Lust habe? Ich hab mein Auto abgeholt. Wie, du hast keine Lust? Wir haben Hunger. Cool. Ja, schön. Will ja aber nicht arbeiten. Ja, aber du musst arbeiten. Nein. Na klar. Nein. Na klar. Nein. Na klar. Nein. Das ist zu meinem Auto. Hey, Vorsicht. Sie so, habt ihr Lust auf einen Custom Launcher für euren Server? Ich hab den damals zu Nina. Keine Bruder, brauchst du mich nicht fragen, Alter. Da musst du zum Nick gehen. Zum Dev oder zu Loco, aber ich. Kann ich dir nicht beantworten. Da quatscht am besten den Nick an. Den findest du im Discord. Ich hab da eh keinen Plan von. Ja, auch für den Kuba. Ja, ja, Lila, jetzt auch klar. Ich hab alle Farben für euch gemacht, für uns alle. Ja, wo sind die hin? Jojo ist kurz pissen und Mila kurz rüber. PDM soll Mann. Richtig voll sein, ne? Was soll voll sein? PDM. Ja, oh, egal. Wo geht die Mila denn hin? Laden. Ach. Immer. Alles für den Napa-Skinner, alles für den Gulf. Vagos, rot und blaues Auto und manchmal auch weiß. Endlich wieder auf freien Fuß, Mann, so mehr oder weniger. Was nochmal? Endlich wieder auf freien Fuß, so mehr oder weniger. Boah, das wird so gut an, ne?
Ich muss unbedingt meine Karre holen. Der Leon mir da bei WhatsApp, Alter. Mr. Doodle zeigt Dankeschön für den Prime Sub im 8. Monat. Ich fühle mich heute richtig abgelenkt die ganze Zeit. Hä, wo ist denn die jetzt hin? Ich weiß auch nicht. Ich mach ein paar Rubbellose auf, Mann. Okay. Warte mal, wo ist Jojo? Der muss mir noch Geld geben. Der meinte, der ist kurz pissen. Boah, ich hab kein Glück, ne? Ja, kommt deine Perle nicht da? Gottes Willen, Alter. Warte, machst du das nicht die Verrückte? Ja, ich glaube schon. Schmerztabletten, nein, zu meinem. Gib mir Schmerztabletten. Ja, die braucht sie. Ich bin gerade fast 20, ne? Ja, Mina, willst du eine PDM? Ja. Ich muss eh dahin. Sollen wir laufen? Aber mein Bein tut weh, ne? Ich hab doch das Auto da drüben. Okay. Komm auch mit. Ganzen Tag meckert die mich an. Mila, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Hallo, Mackie. Und Marskett, Dankeschön für 2 Gifted Subs und Dankeschön für den Gifted noch an Jose. Und Bolton, Dankeschön für den Prime 7. Wo ist TK? Ja, du siehst aber fresh aus, Raven. Ja, war shoppen. Gee. Mila ist zum Auto. Ich glaube, die schummelte sauer. Und? Was hast du jetzt wieder gemacht? Weiß nicht. Warte mal, wo ist ein TK? Jo, TK, geh du mal jetzt im Kofferraum. Verpissen. Och, Mann, muss ich wirklich komm, Mann, ich hab Beinschmerzen. Ich kann auch mit 2 Autos fahren, Mann, da muss niemand ja, im oder Kofferraum. So. Mila, ist alles in Ordnung? Ja. Weil du siehst schon wieder so aus, als würdest du Feuer legen gehen wollen. Auch. Willst du nicht den Kopf fahren? Na egal. Ach, deshalb ist hier so wenig FPS, Junge. Die sind wieder alle bei PDM. Dann lass erst PDM und dann fahren wir Dings, meine Karolen. Ey, der Timmer war schon im EP um 3 Uhr nachts, ich hab den gesehen. Und Dennis, danke schön für den Prime 35. Monat mal wieder gönnen. Merci. Wollt ihr den Kofferraum zumachen? Nee. Jo. Wie viele Taxis stehen hier? Danke, Furbit. Ich glaube, hier ist nichts mehr frei. Oh mein Gott! Jo, Mila! Hey, was denn? Du hast die Karre geschnitten, Mann. Ich hab gar nichts geschnitten. Na klar. Was redest du? Hast du nicht? Nee. Das sah so aus. Ja, was bei dir heute irgendwie aussieht. Mann, was hast du schon wieder für ein scheiß Problem heute? Ich hab gar kein Problem. Was bist du so auf Angriff aus?
nicht. Entschuldigung? Ja, was los? Ich wollte eigentlich nicht noch Adele im Auto haben. Geht's euch gut? Ihr seid da ziemlich hart gegen die Wand gestoßen. Wir sind nicht nur so gegen gestoßen. Halt deine Klappe. Ich zahle richtig auf aggressiven Kurs. Ich denke mal, das war ein Kollege. Irgendwas wollen die von uns. Der wollte uns Schmerztabletten andrehen. Oh, was ist denn hier los, Alter? Gesicht. Hallo. Arbeitest du hier? Auch wenn ich gerade nicht so aussehe. Ja. Geht nie ab, Alter. Das sieht ein bisschen aus, als würdest du mir Crack verkaufen. Ja. Ich habe einen Moonbeam bestellt. Au. Das war jetzt nicht nett. Ein Moonbeam. Ja. So mit Custom-Umbau und so. Ich wollte mal fragen, ob der schon da ist. Ach, Jaden? Ja, genau. Ja, der ist da. Oh, da hinten ist Opa Willi. Ich würde mich erstmal nochmal aufs Bett hinsetzen. Ja, klar. Das ist halt so aggressiv. Bin ich überhaupt nicht. Ja, doch. Bisschen schon, oder? Bitte. Bevor du dich hinsetzt, ich hätte noch eine Frage. Sagt ihr mir, ich bin irgendwo gegengefahren. Oh, das sah aber wirklich so aus. Was sagen, ne? Dann fährt meine Faust in sein Gesicht. Okay. Wenn wer was sagt. Der Spinner von draußen. Ja, wir gucken, dass wir so schnell wie möglich. Ja, wo ist denn der Verkäufer hier, Mann? Fick dich, Jojo. Keine Ahnung. Was wolltest du kaufen, BMX, ne? Oder hast du bestellt? So. Bestellt schon vor 3 Wochen. 4 Wochen. Bitte? Perfekt. Boah, alle so grundaggressiv heute. Mackie, danke schön für 510 Bits. Ich küsse dein Herz. Hast du nicht als Bock, deinen Anwalt anzurufen? Achso, ja gut. Ja gut. Hier haben wir den Kaufvertrag. Intelligenzquotient gestiegen. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute so dumm sind. Ja, aber wer hat schon mal ein Auto aus dem Knast bestellt? Sei mal ehrlich. Mila, du musst Wusa machen. Warum? Du bist zu aggressiv. Nicht, dass überhaupt du im State Prison landest. Wo ist der Spinner hier jetzt? Weiß ja auch nicht. Jeder läuft mit dicke Custom-Kleidung rum, Junge. Keiner trägt mehr die normalen Dinger von GTA. ich küsse deins, Bruder. Ja, du alten Kreditkartenbetrüger, Alter. Ja, 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 ja. Ich hab bis jetzt nur... Jo, vertickst du hier Karren, Bruder? Yep. Hier, mein Frau will was kaufen. Ja, die hat schon vor 50 Wochen einen BMX bestellt. Ein BMX, ja? Ja. Und war wahrscheinlich dann bei Mike noch, ne? Der bei dem vorherigen Besitzer oder Chef oder wer das ist. Ja, ja. Der ist nicht mehr hier. Die will aber so einen BMX mit Dings dran. Ja, sonst kommt einfach einmal mit. Habt ihr die schon? Ja, yep. Vermutlich, also ich hab mir die Fahrräder noch nicht angeschaut. So, die einen Freshes aus, Mila. Also, danke dir, ne? Ich zahl. Aber. So, was fährt ihr schon, Aldi? Das dachte ich mir schon. Oh, Cruiser ist auch dick, ne? Aber das BMX soll's sein. Ja, genau. Habt ihr noch andere BMX-Fahrräder? Nein. Oder im Sachen nicht nein, ja, ihr habt 2 Stück. Erinnert ihr? Das haben wir leider nicht. Na klar, Bruder. Oh, auf Mann. Welchen Namen darf's denn sein?
Kusch. Habt ihr nicht noch welche mit diesen Dingern hinten dran und so? Wir haben... BMX? Doch, das ist im Shop, 100 Pro. Das ist das, BMX, ja, das was ist wir doch... haben. Was nochmal? Das ist das BMX, was wir im Katalog haben. Ihr habt nur einen BMX im Katalog? Mhm. Bro, die wollen mich verarschen, Alter. Ansonsten haben wir hier so schöne Rennräder, so ein Downhill-Bike und den Cruiser. Ja, oder nimm noch einen BMX, Milder. Ja, oder? Mhm. Ich müsste dann einmal den Ausweis bitte noch sehen. Ja. Hier, bitteschön. Perfekt. Das fuckt mich gerade so ab, ne? Oh, Giorgio, komm mal. Ehrlich. 50 Wochen, Alter, und dann einfach nicht reinmachen. Das ist halt... Das dauert 2 Minuten, das fuckt mich gerade so ab. Magst du mir deine, Es fuckt mich einfach ab, Alter, geben, ehrlich. Falls du nochmal hier kaufst, dann also bei den Autos, dass wir dich anrufen können. Aha. Das ist die 555? Yep. 4? Mhm. 555? Das kann aber nicht sein, das muss drin sein. 295? 295? 39. Der sieht das einfach wahrscheinlich nicht. Ne, 39. Ach, 29530. 39. Ja, okay. Okay. Abu. Perfekt. Dann kriegst du meine Visitenkarte auch einmal. Oh mein Gott. Yo, Bro, ich fick den gleich, ne? Bevor ich mich vergesse, ehrlich. Ah, nur bitte nicht hier auf dem Gelände. Ansonsten viel Spaß. Aber auf ihrem Gelände wird immer rumgeschrien, da das Ding. Das stimmt allerdings. Das schreit halt so. Ja, kommt aus dem Ausland. Jojo. Schreit ja so, ha? Das ist die Wichser, die dich essen wollten, Mann. Ja, ich glaube, das sind die, Mann. Sag mal, Jojo, hat's eigentlich den Banane abgeholt? Jo. Alles klar, da muss ich mal. Er steht draußen. Das ist bestimmt wieder Ali, ne? Hm. Könnte sein. Aber ich habe einen Gutschein von dir mitbekommen. Alter, du fährst dich durch diese Straße. Wie weit ist das? Ja, einmal mit dem Motorrad. Och, Mann, das fuckt mich so ab. Ich fahr kurz zu Bennys, ne? Ja, mach das. Oh, was? What up, Trey? Das fuckt mich ab, dass das Fahrrad jetzt nicht drin ist. Das fuckt mich richtig ab. Gerade. So, Mila. Was geht ab, Kuba? Das wird dann $75 machen. Die hast du wahrscheinlich auf dem Konto, ja? Ja, habe ich. Ja, perfekt. Wer denn? Dann hier einmal der Kaufvertrag. Problem. Ja. Kann das auch bar bezahlen. Hast du sogar eine coole Farbe bekommen? Ja. Was? Ja, dann müsstest du das einmal in der Garage deines Vertrauens ein- und wieder ausbringen, dass die Herren vom Straßenamt nicht allzu verwirrt sind. Okay. Die sind fast so dumm wie die Herren, die da stehen. Und dann wünsche ich dir eine schöne Fahrt damit.
Ja, was, jo? Erinnerst du dich noch an Trayvon, der uns die Pillen verkauft hat? Na klar, kenn ich Trayvon noch. Ja, ja, der wartet vor dem Klamottenladen auf uns. Ja, aber ich muss erstmal eine Karo holen. Einen Moment, was? Und bist du zufrieden? Die. Was? Okay. Ich muss mein Auto holen. Ja, gelbe Flecks und alles sind drin. Aber Fahrrad nicht. Full Tilt jetzt gerade. Hallo Scheinator. Also wieder 3 Wochen Dodge. Wenn ich will, sogar 1 Monat, Bruder. Oh mein Gott. Ali, du Wichser! Warum fährst du mich fast um? Warum fährst du mich fast um? Ich habe dich nicht fast umgefahren, aber warum läufst du wie ein Psychopath durch die Straße? Weil mein Bein am Arsch ist. Und warum? Weil ich im State Prison war und die haben mich zusammengeschlagen. Diese verdammte Arschlöcher. Ja, diese dreckigen Wichser. Nein, wir haben die Arschlöcher. Einem Arsch ist nicht gut, mein Verfühl. Was? Der Fahrgast, sei ruhig da hinten. Das ist doch eine Ordnung. Muss irgendwo hin. Ja, ich muss zum Abschlepphof, aber ich lauf kurz. Dann lauf lieber, Habibi. Alles klar, aber liebe nicht später. Nicht auf die Straße. Was? Nicht auf die Straße. Ja, alles klar. Jalla, ciao. Hau rein. Ja, geil. Da kommen immer mehr, liebe Lüse. Ich werde schon, der Taxifahrer sagt einfach zu euch ruhig da hinten. Und Tito, Dankeschön an den Gifte Zappern Captain Cola. Hallo. Was geht ab? Hey, hallo. Cool. Was hast du denn an deinem Hose? Was ist das denn? Wow. Ach, scheiße. Cool. Das ist toll. Wow. Wie heißt du? Oh. Ja, geht's euch gut, Alter? Nee, ja, Mann. Ich wollte überfahren. Wie heißt du? Ich heiße, geht dich im Scheißdagger, was willst du von mir? Ich. Jo, Motherfucker, rampe mich nicht an. Was ist denn mit dem? Das Auto hat mich, der Typ hat mich angefahren. Ja, dann ruf dir doch mal einen scheiß Krankenwagen oder fahr ins Krankenhaus. Was ist gerade erst passiert? Ja, hä? Anscheinend ist dein Bein gebrochen, sonst wirst du nicht die ganze Zeit hinfallen. Ja, Mann. Tut doch voll weh. Der hat den gepult. Geh weg hier. Jo, au! Das ist solch ein Missgeburt, ich fick den jetzt dafür. Jo, willst du mich verarschen, Alter? Geht's dich gut? Willst du mich verarschen, Junge? Nein, Mann, ich kann ja nichts dafür, aber. Dann ruf den scheiß Krankenwagen, du! Vollidiot. Geht's dich gut? Alter, die Schnauze, verpiss dich. Jetzt kann ich weg. Hä? Junge, da hast du schon das System drin, dass du immer wieder umfällst, wenn deine scheiß Beine gebrochen sind, Alter. Der ruft sich nicht mal krank an, Alter. Er kippt lieber die ganze Zeit um. Und fährt guck. Leck mich am Arsch. Da sagt dir das System schon so: Jo, dein Charakter ist kaputt. Du hast einen Fuß gebrochen oder so. Ja, was geht ab? Hotfix. Jiglet. Oh, der Wirker. Das kann sogar sein, dass der BMX jetzt reinkommt, aber wir müssen da irgendwas anderes. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, jetzt erstmal gucken, wo Grumpy Mila wieder hingefahren ist. Die da hinten prügeln sich schon wieder.
BMX Inc. Bist du nur hin? Ich hab mein Bike kurz zur Garage gebracht. Bei uns zu Hause? Aha. Man, soll ich die abholen? Kannst du machen. Dann kann ich dir direkt einen Schlüssel geben vom Auto. Weißt du, wo die anderen sind? Ich glaube, die sind noch da, oder nicht? Keine Ahnung. Bist du in einem Megamall? Hier. NPC ist auch wieder weg. Bro, einfach Full Tilt. Cam im Fast Now. Lass mich dem kurz auch einen Schlüssel geben, damit der mal drauf aufpasst. Ja. Jo, kannst du auf meine Car aufpassen? Jo! Sag mal, wo parkst du denn? Bist du besoffen? Was zum... Wo parkst du? Nein, scheiß Auto, ey, von meinem Auto runter. Achso, das ist übrigens mein neues Auto, Mann. Könnt ihr mich gleich mitnehmen, nochmal pedieren? Hier haben wir einen Schlüssel. Dankeschön. Hier hast du einen Schlüssel für mein Bike. Ey, Bennys ist full, ne? Bennys PDM? Nee, Bennys. Bennys? Bro, da tun 3 Leute. Da muss ich ewig warten. Mila, kannst du mal gucken, deswegen, ob ich den richtigen Schlüssel gegeben habe, ob du fahren kannst? Ja. Jo, quatsch mich gerade so Typ, Mann. Der eine anscheinend gebrochenen Fuß fährt mit dem BMX, kippt die ganze Zeit um. Quatsch mir irgendwas von, was hast denn du da für ein Tuch in den Hose und so. Ich war kurz davor, dem einen zu knallen. Ich unangenehm, Mann. Sag doch, dass du nicht abschließt. Hab nicht abgeschlossen. Aber anscheinend geht's so funktionieren drin auch. Genau. Dann teilen wir uns das Auto jetzt, okay? Mhm. Ich will aber auch noch ein BMX fahren. Auch ein BMX haben. Du willst auch eins haben? Jo. Ja, dann Giorgio meinte, der hat noch irgendwie 8 da oder so, ne? Selbst eins. Aber ich will auch mit deins fahren. Ja, wie? Ja, wie? Deiner schöne Sattel. Ja, ich weiß. Gar keinen. Du hast voll Glück, ne, dass der dir einen aus dem Lager geholt hat mit grün. Ne Lackierung. It's a server restart. Wenn die jetzt restarten, ne, für Nichtigkeiten und für das scheiß BMX, nur weil ich mich aufreg, dann hau ich den Nick weg, Alter. Also Real Rap jetzt, Real Rap. Ehrlich, dann dreh ich komplett durch. Weil das ist dann schon wieder so eine Art Vitamin B Fettern-Dings. Ich hab ihn jetzt gefragt, hast du jetzt gereset wegen BMX? Der schreibt, haha, nein. Will ich auch hoffen, Alter. Weil sowas geht nicht. Das wäre dann wieder Fettern-Wirtschaft-Dings. Nee, da muss was anderes sein, sonst würden die nicht einfach mitten im Betrieb resetten. Kann sein, dass der jetzt trotzdem mit reinklatscht, klar. FPS auch nicht so gut, ne? Und NPCs. Weg. Wo ist schreibe ich mir hier? What? Vielleicht wegen dem Laden? Ich weiß nicht wieso. Kann auch sein, dass der jetzt den Klaus da eben gefixt hat. Der will nur einen Sattel riechen, danach können die das wieder rausnehmen. Sollen direkt Lucky Placker mit reinmachen. Ja, Juri, das hättest du den jetzt schon senden müssen. Hast du aber wahrscheinlich nicht, ne? Hallo X-Me, warum machst du Kaltes und Herz? Hilfe, ich bin richtig in der RP-Sucht gefahren. Warst du das gerade, Elbot? Oh, wag dich, Junge. Haben die? Oh, warte, ich frag mal. Macht ihr das Placker direkt rein? Wenn eh schon aus ist.
Bam, die Habinalo bin Profi. Ich hab Mila eben einparken sehen. Boah, war eine Menge los bei PDM, ne? Ah, ich glaube aber nicht, das wird erst getestet. Juri. Aber das ist ein Stalker, der stalkt deiner Frau hinterher, gehört das, hört das nicht schlimm, machen viele Leute im Internet. Lucky Placker ist der Dings gegenüber vom Store, der Laden. Naja, das kommt nicht rein, Juri, das muss erst getestet werden wegen den NPCs und so. Ich würde das auch gerne sehen. Sollen wir gleich mal auf halbe Meter Verdacht zum Laden gehen und fragen, ob die BMX verkaufen noch und gucken, ob da drin ist? Gucken wir, ob es selber wieder geht. Let's go, aber ich kaufe mir auch ein normales, wenn das nicht drin ist. Da ist wieder da. Okay, mehr weg muss Server. Bye, bye! Nifty die App, ist noch nichts passiert. Ja, ich wollte auch ein BMX kaufen. Aber ich will halt nicht das BMX, ich will ein anderes. Ich will. Streamer-Bonus. Ich will. War letztens bei Juri, da ist er mit 800 Kammern eine Runde um die Insel gefahren um 3 Uhr nachts. Hab ich auch gesehen. Aber nicht um 3 Uhr nachts. Schiborek? Kein Schiborek, Oma. Mal gucken jetzt erstmal, was passiert ist mit dem Auto, was wir gerade eingepackt haben. Und McFickman, danke für den Prime im 17. Aber ich habe gerade eins gekauft. For real? Ja, okay. Yeah. Was denn? Die haben ein neues BMX. Ich darf das haben. Okay, warte mal, was? Kannst du es umtauschen? Ja. Hey, guck mal, die haben dich auch verarscht. Das ist gar nicht grün. Ja. Stimmt. Die Wichser. Die scheiß Palmer. Gehst du denn dahin? Wir kommen dahin, ne? Mhm. Bist du schlecht drauf, Mila? Nein, warum? Weiß nicht, du bist so... Du antwortest so richtig aggressiv und alles. Ich dachte, ich bin ein Hanibu. Ja, bist du ja, auch. Ja, dann so gib doch mal ein bisschen Liebe. Ja. Zeig Curtis doch mal ein bisschen... Oh. Curtis? Das bin ich. Was ist los? Yo, Bro, was ist mit meiner Karre? Ach so. Es funktioniert! Doch nicht. Doch. Tut's. Kann ich auf dem Wagen, Alter? Hier stinkt's nach Vetternwirtschaft und Vitamin B. Ich zieh dem die Ohren lang, Alter. Das ist doch scheißegal, was ich im Stream sag, wenn die deswegen restartet haben. Oh, warum machst du den Motor wieder an? Dann baue ich den um, das darf nicht sein. So was geht nicht, das ist unfair gegenüber anderen Spielern. Aber der hat ja Nähe zu mir gesagt. Nix Ruhe. Das ist begründet, Schwesterkusch, du hast keine Ahnung von der Szene. Ich hatte die eingeparkt und dann habe ich die wieder ausgeparkt und